Kiefermeißel, Häutungsmesser. Und damit haben wir jetzt ein bisschen mehr Jagdwerkzeug. Sehr schön. Mehr wollte ich nicht. Nur das Jagdwerkzeug. Geil. So, und jetzt geben wir erstmal diesen slickigen Slick. Geben wir erstmal seine Sachen. Hier ist die Lieferung für den Tempel der Erde. Hier ist die Lieferung für den Tempel der Erde. Ah, sehr gut, Junge. Zeig mal her. Hier ist ein Haufen Grünzeug. Ja, ja, sehr schön. Weiter. Und ein Idol. Das sieht schon besser aus. Aber wenn das nicht dem Tempel ankommt, macht mich Crow einen Kopf kürzer. Was ist mit dem Gold? Das hast du doch nicht beiseite geschafft, oder? Die Ausbeute war ziemlich dürftig. 5 Brocken. Was? Das soll alles sein? Da bleibt ja kaum was für mich übrig. Ja, dann gibt's halt diesmal kein Gold für die Jungs am Tempel. Haben die Molukken dir Ärger gemacht? Eigentlich nicht. Das will ich ihnen auch raten. Faules Pack. Gibt's auch eine Belohnung für mich? Gibt's auch eine Belohnung für mich? Warte mal. Also, abgesehen von einem Haufen Goldstücke... Rate mal. Einen legendären Gegenstand vielleicht. Jetzt pass mal auf, Kleiner. Du kriegst hier gar nichts. Ich hab gesagt, ich rede mit Crow. Und wenn du mir nicht auf den Sack gehst, dann werde ich das auch machen. Wann? Wann willst du das machen, Slick? Entspann dich, Junge. Uns geht's doch gut hier. Wir kriegen, was wir wollen. Das reicht mir nicht. Ich will zu Crow. Ach, Crow. Der läuft schon nicht weg. Schnapp dir eine der Frauen und amüsier dich. Ich glaube, die Chani hat ein Auge auf dich geworfen. Wann bringst du mich zu Crow? Ich sagte doch, er heißt Captain Crow. Also mach langsam, Junge. Erstmal muss Jim nüchtern werden. Dann bringt er die Beute zum Tempel. Und dann kümmern wir uns um dich. Also ruh dich aus und schieb dir was Gegrilltes zwischen die Zähne. Und komm nicht auf die Idee, allein zum Tempel zu gehen. Solange die dich nicht kennen, bist du ein Feind. Kann ich den Kerl nicht einfach töten? Wäre doch viel einfacher. Und Jim ist besoffen wie sonst was. Die Lieferung ist fertig. Was? Schon? Na, dann wird's bald Zeit zum Auslaufen, was? Ei, beweg deinen Arsch. Langsam. Erstmal brauche ich einen Schluck rum. Ich kann für dich die Lieferung zum Tempel bringen. Nee, lass mal. Wenn der Captain das rauskriegt, lässt er mich Kiel holen. Was passiert im Tempel der Erde? Captain Crow und die anderen Molukken beschwören den Zorn der Götter herauf. Ich habe ja schon viel erlebt. Aber eher kämpfe ich gegen die ganze Inquisition, als diese Voodoo-Beschwörung mitzukriegen. Kannst du mich zu einem guten Dieb machen? Ei! Mach mich zu einem guten Dieb. Puh, hast du Gold? Sonst zeige ich dir gar nichts. Nee, dafür nehme ich lieber Largo. Der ist mir sympathischer. Ist nicht so voll, Horst. Ono Palava, Gucho. Ja, genau. Gut, dann suchen wir jetzt mal nach dem Wertenschatz von Jim. Dort hinten ist er also. Er wird ihn auch nicht vermissen. Ich weiß, ich bin gemein. So muss das ja auch sein, nicht wahr? Gut. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile alleine unterwegs und ich muss sagen, ich stelle mich besser an, als ich gedacht hätte. Auch wenn ich ein paar Mal kurz davor war zu failen, muss ich sagen, das stimmt schon. Aber nicht schlecht bisher. Um mich mal kurz selber auf die Schulter zu klopfen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, da habt ihr auch recht. Eine Magiebeere. Aber ein bisschen Eigenlob kann ja mal sein. Ein glitzekleines bisschen. Minimal. Fast gar nicht zu sehen. Genauso minimal zu sehen wie dieser Affe. Au. Au. Genauso. Kralle und Zähne. Wunderbar.
Das hat sich also erweitert. Sehr schön. So muss es sein. Dadurch, dass wir ja jetzt bessere Jagdwerkzeuge mit uns führen, können wir jetzt auch die Tiere besser ausweiden als vorher. Und da sie tot sind, kümmert sie das sowieso kaum. Blaukralle. Öh! Der bewirft mich mit der Gaggernuss. Komm her! So. Er mit Tanzen fertig ist, bin ich fertig mit ihm. So. So einfach ist das. Sehr schön. Das war doch mal ein locker, flockiger, erholsamer Kampf. Zu unseren Gunsten natürlich. Gut, jetzt müssen wir nur noch den Schatz von Jim bergen. Eine verschlossene Truhe, die sich noch nicht knacken lässt. Wir haben ja, ne? Wo ist unser Ringfinger? Da, ganz unten. Ring des Diebes. Wie war das? Ich habe nicht genügend Skill? Das sehe ich nicht so. Läuft. Ganz einfach. Trank des Rituals und ein Jadestein. Dankeschön. Und jetzt tragen wir wieder den Ring des Meisterschülers und kriegen mehr Ruhmespunkte. Sehr schön. Der Ring ist übrigens auch unverkäuflich, wie ihr gerade gesehen habt. Also selbst wenn wir wollten, wir könnten den gar nicht verkaufen. Der Weg geht noch weiter. Ich verstehe. Aber nicht hier auf dem felsigen Boden. Wir müssen wahrscheinlich darunter. Da unten ist also der Schatz von Jim. Und den schnappen wir uns. Und übrigens ohne ein schlechtes Gewissen. Noch dazu. Lalalala. Ich bin ein Pirat. Lalala. Und ich rolle mich durch die Landschaft. Lalalala. Ich rolle mich, weil das mir Spaß macht. Lalalala. Ach Leute, ich habe Spaß an der Aufnahme. Ich hoffe, ihr auch da draußen an den Empfangsgeräten. So. Und keine Sorge, wir werden auch noch zu Patty und Stahlbart zurückkehren und den Bericht erstatten. Habe ich ja gesagt, dass wir das machen. Die Inquisition, ja, die werden wir auch nochmal besuchen, zumindest wegen der Kanonenkugel. Müssen wir mal gucken, was sie uns bringt. Ich bin mal gespannt, was sie uns einbringt. Ich weiß das nämlich gar nicht. So, ich würde ganz gerne den Wasserfall aufsuchen. Ich habe gerade das Gefühl, ja, es war klar, ich laufe in die total falsche Richtung. Nee, stimmt gar nicht. Das stimmt noch nicht mal. Nicht unbedingt. Stimmt, hier war eine Falle, die haben wir entschärft. Beziehungsweise die hat uns fast gekillt. Aber wenn ich mich nach der Karte richtig orientiere, kommen wir noch dahin nochmal. Da ist die Höhle. Ne, wir kommen da nicht nochmal hin. Dann gehen wir nochmal ins Dorf zurück. Wir müssen den Weg nämlich gehen. Dieser Weg wird ein sandiger sein. Ne? Ein sandiger Weg. Sag bloß. Man hat ja noch nie einen sandigen Weg gesehen. So, ich würde sagen, wenn wir den Schatz von Jim geborgen haben, werde ich auch tatsächlich mal zu Patty und zu Stahlbart zurückkehren. Oder sollte ich besser sagen, zu den Stahlbarts? Zu den Stahlbärten. Nee, das ist nicht der richtige Weg. Aber ich kann ja mal hier hochspringen. Interessant, so kommen wir also auch hoch. Aber ich glaube, hier findet sich keine Pflanze oder sowas, was wir mitnehmen könnten. Oder? Nee. Gut. Upsala. So. Dann gehen wir mal in die Richtung, weil da laufen auch noch ein paar Zähne rum. Ein paar Blauzähne oder Blaudinger, wie auch immer die sich nennen. Blaukralle, genau. Danke. Mir lag's auf der Zunge. Au!
So. Beide gekillt. Und jetzt nehmen wir uns die Trophäen an uns. Sehr schön. So, sehr gut. Zugegeben, wir sind ein paar Mal getroffen worden. Das stimmt auch. Aber noch hält es uns nicht auf. Noch nicht. Speicher lieber immer mal vorsichtshalber. Es könnte ja sein, dass hier eine Falle ist. So. Ich bin auf dem richtigen Weg. Anscheinend. Oh, schon noch ein Jaguar. Muss ich das sonst von da aus? Das kann auch sein, dass ich von da aus dahin muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, ich gehe einfach mal hier runter. Vielleicht kommen wir ja dadurch dahin, wo ich hin will. Ah! Da sehe ich noch einen schwarzen Oleander. Gleich mitnehmen. Einkassiert! Was bringt er uns eigentlich? Plunder. Übelriechender Brief. Haben wir den hier nicht? Schwarzen Oleander. Schwarzer Oleander. Den sehen wir hier nicht. Dann ist das wahrscheinlich unter Benutzbares. Heldenkraut. Da, schwarzer Oleander. Blutregeneration, okay. Interessant. Ist mal gut zu wissen. Ah, Feuervögel. Oh, Goldklee. Ich weiß, ich speichere für jeden Scheiß. Aber das ist mir lieber, als dass ich sterbe und dann um zigtausend Meter zurückgeworfen werde. Au. Mann! Blödes Vieh! Oh, ich will nicht failen! Nein, ich gönne das Laszlo nicht! Diese Genugtuung, die gönne ich ihm nicht. So. Und schnell was fressen. Als ob ich Laszlo einen Fail gönnen würde, hallo? Selbst meine Gutmütigkeit hat seine Grenzen. Au, au, au. Dieses Vieh erinnert mich übrigens so ein bisschen, als wäre das eine Kreuzung von einem Ghoul und einer Fledermaus.